Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Strassacher Oldorf. Heute montieren wir mal einen Türschließer, ein GZTS2000. Und der soll jetzt an dieser Tür hier montiert werden. Die Tür geht nach außen auf. Oder weil das hier ein Treppenhaus ist, nach innen, je nachdem. Und wir sagen nach außen, weil wir hier die Wände haben, das sind außen. Da gibt es einmal so eine Schablone für. Und auf der Schablone sind diese Bänder hier, das ist dies hier, das ist gleichzeitig das. Das sollte man denn da so ranhalten. So. Das Ganze übertrage ich nach oben. Das ist dann so in dieser Position. Und da ist es dann so, dass ich jetzt hier die Löcher markiere und durchbohre. Dieses und dieses und das. Dieses Teil hier muss wieder mit dem Scharnier, mit diesem hier, mit dem Band, sagt man dazu, übereinstimmen, so wie das auf der Zeichnung hier drauf ist. Ja, und dann bohre ich eben halt die Löcher, hier oben auch, und dann schraube ich den fest. Und hier mache ich also Löcher rein, ich bohre 4,2 mm vor, schneide ein Gewinde rein, 5 mm, und dann wird angeschraubt, und das gucken wir uns dann gleich mal eben an. Da ich jetzt hier eine schwierigere Montage habe und ich keine Unterlichtplatte habe, normal gibt es noch so Unterlichtplatten, die man darauf setzen kann, aber ich bin hier eben halt so auf einer Schräge, ist es so, dass ich erstmal ein Loch einbohre, dann richte ich den Türschließer hier oben aus, auf der gegenüberliegenden Seite, dann bohre ich dementsprechend die Löcher eben ein vor und nehme den jetzt wieder ab und dann bohre ich das Löcher komplett durch, schneide ein Gewinde rein. Und dann schraube ich ihn einfach fest. Und da hier schon mal einer gewesen ist, nehme ich jetzt eben halt diese Position hierfür. Das heißt, da stimmt das Maß hier zwar nicht so ganz richtig hier, aber das geht da schon. Dadurch hat er gleich ein bisschen mehr Druck. Und das zeige ich dann gleich mal eben. Dann funktioniert das auch gleich. Die Löcher habe ich jetzt gebohrt, jetzt nehme ich hier so einen Gewindeschneider. Schneide da das Gewinde rein. Genau, das mache ich jetzt mit den anderen Löchern auch. Und dann kann ich den Türschließer montieren. So, der Türschließer ist jetzt montiert, die beiden Schrauben sind drin, hier die Schrauben sind auch drin, da kommt gleich noch die Abdeckkappe rauf. Einer von diesen Armen. Entweder der obere hier oder der untere, die sollten immer im 90-Grad-Winkel stehen, damit das also dementsprechend richtig funktioniert. Richtig ist eigentlich, dass dieser hier im 90-Grad-Winkel steht, denn zum Schluss hin ist es so, da geht der hier langsam und nachher geht der ein bisschen schneller. Das heißt also, wenn die Tür nachher mal irgendwie Probleme machen sollte, könnte man das so einstellen, dass die Tür vorne langsam zugeht und nachher einen ganz kleinen Schwung kriegt. In diesem Fall soll das so nicht sein und daher montieren wir den so. Diese Schraube hier ist für die Geschwindigkeit zuständig, falls der schneller auf und zu gehen soll. So, jetzt machen wir mal einmal hier den Test. Einmal die Tür ganz auf. Und wir sehen, hier geht es zu langsam. Dann haben wir hier die Schraube für die Geschwindigkeit. Und schon geht die Tür schneller zu. Ja, das war es eigentlich soweit. Jetzt muss nur noch die Kappe da drauf. Das ist diese hier. Schriftzug nach unten. Ja, das war's soweit. Jetzt kommt da unten noch so ein kleiner schwarzer Pin hin. Das ist also dieser hier. Kommt dann nach unten ran. Und schon hat man den Türschließer montiert. Das ist eigentlich kinderleicht. Was ist wichtig, das möchte ich nochmal erklären.